So, wo wollen wir denn an diesem schönen Morgen hingehen? Gucken wir auf die Karte. Ah ja, stimmt, genau. Die Karte ist ja auch ziemlich anders. Zum einen können wir mit dem Cursor wirklich hin und her gehen und gucken, was da ist. Hier ist aber die Händlerin Jadwina Grünstein. Das müsste dann die Krämerin gewesen sein, die wir in der Nacht ja gesehen haben. Also zumindest den Laden. Hier ist eine Herberge, ganz normale Häuser. Und ich hoffe einfach mal, dass die Symbole gleich sind. Hier haben wir eine Taverne. Dasselbe Symbol, einfach 180 Grad gedreht. Okay, und das ist ein Perine-Tempel. Also ja, dass dieselben Symbole in jeder Stadt die gleichen sind. Dann dürfte man sich recht schnell zurechtfinden. Das war die Krämerin. Was ist das da? Braunes etwas. Na gut. Dann wollen wir doch mal zur Krämerin. Schunkeln. Also hier hinter uns ist jetzt die Herberge. Das heißt da... Wow. Oh. Da sind ja Zelte. Gestern Nacht war hier noch das Gerüst nur. Mal gucken wir nochmal rein. Ein Stand auf dem Marktplatz. Das ist eine Kräuterhändlerin. Kann recht schwer erkennen, was hier so hängen soll. Sieht ein wenig wie eine italienische Hexe aus. Also italienisch sage ich, weil das Gesicht so aussieht. Aber, okay. Wir sagen erstmal Hallo. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Wie steht es mit dem werten Befinden? Soweit so gut. Was kannst du über Gifte sagen? Nein. Also ja, definitiv eine Kräuterhändlerin. Dann sprechen wir sie doch mal auf die Kräuter an. So als Einleitung in das Gespräch, dass es ein Thema ist, mit dem sie sich wohlfühlt. Die Haltbarkeit eines Krautes hängt sehr vom Klima ab. Darauf sollte man achten. Okay. Und was kannst du mir über Quirasim sagen? Wie dem Elfen, so dient diese Perle von Stadt auch dem Menschen als Unterkunft. Okay, also scheinen hier Elfen und Menschen nebenher zu wohnen. Soweit so gut. Kennst du vielleicht einen Salamanderstein? Leider reicht mein Wissen hierzu nicht aus, um euch weiterzuhelfen. Das ist jetzt schon die dritte Person, die wir gefragt haben. Also die allgemeine Bevölkerung scheint sich damit nicht auszukennen. Also es ist doch wohl ein eher unbekanntes Artefakt. Und wie schaut's mit Sternenschweif aus? Lasst uns lieber ein anderes Thema wählen. Weiß hier wohl auch nichts. Na gut, das soll uns erstmal reichen. Dann wollen wir doch mal die überschüssigen Kräuter verkaufen. Jallen. Und zwar die Schurikenknollen. 6 Stück. Ah, sehr schön. Man kann hier gleich auswählen, wie viele. Ah ja, so ein richtiger Service, das Spiel zu spielen. So, was war noch? Die Alraune will sie gar nicht haben. Na gut. Den Rest sollten wir behalten, denn jede Krankheit braucht so ziemlich andere Kräuter, um sie zu kurieren. Da muss ich erst mit der Zeit drauf kommen. Gulmondblätter könnten wir ein paar neue gebrauchen. Aber ja, das soll erstmal reichen. Und was soll das da bedeuten? Das ist komisch. Na gut, wir wollen feilschen. Wer soll feilschen? Gwendolyn. Und wir können auch nicht mehr auswählen, wie viel Prozent gefalscht wird, sondern anscheinend wird es für uns automatisch gemacht. Gwendolyn konnte 30% erfalschen. Effektiv habt ihr 31 Dukaten, 2 Silberlinge bekommen. Also mal eben 7 Dukaten mehr als vorher. Sehr schön. Dann wollen wir noch mal gucken, was du im Sortiment hast. Oh, und es wird auch gleich angegeben, wie schwer die Sachen sind. Das ist doch auch mal praktisch. Also wir hätten gerne Gulmondblätter. Es wird aber leicht unübersichtlich langsam hier mit den ganzen Anzeigen. Achso, die Anzeige hier sagt wohl, was wir bisher eingekauft haben, wie schwer es ist und wie viel es ist. Da man anscheinend nur 20 Gegenstände auf einmal kaufen darf. Warum auch immer. Wir hätten gern 10 davon. Oh, Moment mal. Wir haben nur 60 Dukaten. Also haben wir echt nur 60 Dukaten auf alle Helden. Also alle Helden zusammen haben nur 60 und nicht jeder 60. Dann wollen wir doch mal lieber 0 davon. Ich sagte keine. 1. Achso, rechte Maus, lass das zurücklegen. Wie viel Gold wollt ihr zurücklegen? 11.
Ja, nee, das Kräuterkaufen musst du noch ein wenig warten. Genau wie das starke Zaubertränke kaufen. Superheiltrank. Starker Zaubertrank. Jede Menge Gifte. Also sie ist schon recht gut bestückt. Sogar Tonnesblüten. Okay. Aber na gut. Hilft uns soweit nicht. Wir wollen hier raus. Und uns jetzt nach der Krämerin umsehen. Oder vielleicht ein anderes Zelt. Ich nehme mal an, das ist einfach das Äquivalent zu dem Marktplatz. Da gab es ja auch immer einen Kräuterstand, einen Krämerstand und einen Waffenhändler. Ja, das sieht auch wie eine Krämerin aus. Guten Tag. Hast du vielleicht etwas Neues zu erzählen über Quirasim? Ja, das wissen wir schon. Es heißt Quiliana. Was kannst du uns über den Handel sagen? Der Handel hat mächtig gelitten, seit die Orks in der Gegend sind. Ich etwas dagegen unternehmen? Vex bewahre. Also ja, die Orks haben ja schon angedroht, dass sie Torwald zwar verschonen werden, aber dafür eine andere Stadt in Beschlag nehmen. Das heißt, die ganzen Orks aus dem Heer sind immer noch hier. Das könnte noch ein schwerwiegendes Problem werden. Ich frage mal nach den Orks. Ein Großteil des Orkenheers lagert am rechtswelschen Ufer von Lolovang. Das sollten wir also erstmal meiden, auch wenn wir da den Salamanderstein abgeben sollen, bei dem Zwerg oder bei dieser komischen Frau. Aber ja, das können wir etwas später machen. Was kannst du uns über die Elfen sagen? Elfen haben eine recht merkwürdige Einstellung zum Eigentum, sowohl zu ihrem eigenen als auch zu dem anderer Leute. Ja, das stimmt, sie sind nicht besonders materialistisch. Und Sternschweif? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Na gut. Nun denn, es war wirklich nett, sich mit euch zu unterhalten. Ja, das war's wirklich. Wir würden aber trotzdem gerne was kaufen. Ein Schlüsselbund, das sieht doch schon mal sehr praktisch aus. Das wird gekauft. Bonbons, Wasserschlauch. Zunderkästchen, Schleifstein. Ein Buch, genau, davon wollten wir auch eins haben. Ein Schlafsack. Sieht irgendwie bequemer aus als so eine einfache Wolldecke. Wiegt aber 120 Unzen. Wie teuer ist so ein... wie schwer ist eine Decke? 60 Unzen. Also im Winter sollten wir uns vielleicht so einen Schlafsack zulegen. Bis dahin kommen wir aber so klar. Auch wenn ich gar nicht weiß, welche Jahreszeit wir haben. Das sollten wir gleich mal überprüfen. Sonst sehe ich nichts. Ah doch, Essbesteck. Essbesteck sollten wir uns vielleicht auch nochmal zulegen. So, 6 Stück. Holzkohle, nö. Trinkhorn brauchen wir auch nicht. Nö, soweit so gut. Dann falsch doch bitte mal Gwendolyn. Kann 10% rausholen. Nicht viel, aber reicht. So, damit hätten wir uns den Besuch bei der Krämerin auch schon mal gespart. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch aufteilen. Das Essbesteck kommt einfach unten mit hin zu den ganzen anderen Sachen hier. Jeder sein Essbesteck. Das Buch kommt auch gleich sofort zu Talana, um Platz zu sparen. Da gehen die ganzen Rezepte halt hoffentlich weg. So, jeder hat sein Essbesteck daneben Wasserschlauch und Decke. Sehr gut. Da ist das Buch. Dann müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich nehme mal an, man muss das hier benutzen. Welches Rezept soll kopiert werden? Hylialer Feuer. Das Rezept für Hyala Feuer wurde in das Rezeptbuch übertragen. Soll das Originaldokument weggeworfen werden? Kann man das nicht vielleicht verkaufen? Ich sag erstmal nein. Also. Oh, die Lobpreisung aus dem Tempel des Namenlosen haben wir auch noch. Aus dem ersten Teil. Okay, also Hyala Feuer haben wir schon überschrieben. Dann jetzt den starken Zaubertrank. Rezept für starker Zaubertrank wurde in das Rezept übertragen. Soll das originale Dokument weggeworfen werden? Nein. Die zwei sollen erstmal als Test reichen. Jetzt gehen wir mal zu der Kräuterhändlerin. Und... Hallo? Du bist nicht die Kräuterhändlerin? Ja, rausgehen. Jetzt gehen wir mal zur Kräuterhändlerin. Wir versuchen da das Rezept zu verkaufen.
Verkaufen. Talana. Nee, geht hier leider nicht. Raus. Vielleicht bei der Krämerin. Talana. Ja, super. Ein Silbertaler. Das ist ein bisschen wenig. Im letzten Teil waren die wesentlich teurer. Aber gut, zwei Silberlinge. Haben und nicht haben. So, und die restlichen schmeißen wir dann mal weg. Das heißt, alle Rezepte jetzt bitte sofort zu Talana. Starker Heiltrank, gut. Exprogikum. Originaldokumente wegwerfen, ja. Rezept für starker Heiltrank wurde übertragen. Wegwerfen, ja. Ah, ihr Speer ist ja auch magisch gewesen. Den können wir dann auch demnächst mal ausprobieren. Ob man ihn inzwischen im Nahkampf benutzen kann oder ob er immer noch geworfen wird. So, du hast keinen Proviant. Das soll aber inzwischen auch geändert worden sein, dass sobald irgendeiner unserer Helden Hunger hat, alle anderen ihr was zu essen geben. Das heißt, ich teste jetzt einfach mal, dass wir alles Proviant Mürrim geben. Und sobald irgendjemand Hunger bekommt, teilt Mürrim das halt aus. Dass wir dann dadurch auch Platz sparen. So, du auch noch. Ich liebe diesen Hochzähler, dieses kleine Fenster hier, wenn man Sachen verschiebt, dass man nämlich alles manuell eingeben muss. Ach ja, die kleinen Dinge des Lebens. So, die Kräuter sollten nochmal wieder alle zu ihr zurück. Außer vielleicht... Ja, außer was? Naja, der Kairanhalm zum Beispiel wird nicht besonders häufig gefunden oder nicht häufig benutzt. Und die wird sie eh demnächst wiederfinden. Also, ja. Ja, dann müssen wir uns das einfallen lassen, wie wir das mit Yallen lösen. Weil sie muss ja eigentlich immer Platz frei haben für eventuelle neue Kräuter, die man finden kann. Das heißt, den Zaubertrank vielleicht weg. Auch keine sehr wirklich gute Lösung. Aber ja, das muss erstmal so bleiben. Haben wir noch irgendwo Rezepte? Ja, ein Kraftelixier. Du dahin. Wir haben noch jede Menge. Noch Vomikum, was auch immer das war. Und eine Mitgliederliste. So. Gegenstand benutzen. Vomikum. Übertragen. Originaldokument wegwerfen. Ja. Körperkraft wurde übertragen. Originaldokument wegwerfen. Ja. Sehr schön. Gleich wesentlich übersichtlicher. Du kommst jetzt mal da oben hin. Und du guckst mal, was die beiden Sachen hier jetzt genau gemacht haben. Zaubersprechen. Und hier kommt dieses komische Piepen wieder. Ist ja auch kurios. Aber naja. Wir würden gerne gucken. Analyse auf... Amulett Blau. Offensichtlich ein Schutzamulett, ganz besonders gegen Verwandlung und Kampfzauber geeignet. Na, okay. Das gebe ich dann doch mal Gwendolyn. Magiris hat sich auf 10 verändert. Sehr schön. So hat jetzt schon mal Gerugon durch seinen Ring einen etwas höheren Wert. Gwendolyn durch das Amulett und Tirik hatte, glaube ich, so schon recht hoch. Ja, hat so viel wie Gerugon, obwohl er gar nichts benutzt. Sehr schön, dass unsere Frontkämpfer ein wenig geschützt sind, wenigstens. Haben wir noch irgendwas, das man anlegen könnte? Genau, den Ring. Zaubersprechen, Hellsicht, Analyse auf den grünen Ring. Dieser Schmuck schützt den Träger vom magischen Feuer, jedenfalls eine Zeit lang. Magisches Feuer, das kriegt auch Gwendolyn. Ach, das da unten sind Ringe, okay. So, für den Fall, dass mir irgendeine Truhe mit irgendwas Feuerartigem geschützt ist. So, zwei Dietriche können auch nach oben. Gegengifte. Ja, das Kurzschwert wollten wir noch verkaufen. Dann gehen wir doch mal kurz zu dieser leicht bekleideten Frau. Die war... nicht hier. Die war hier. Verkaufen.
Wenlin. Einmal das Kurzschwert, bitte. Zwei Dukaten ist auch nicht wirklich viel, aber na gut. Seht bloß zu, dass ihr verschwindet. Da hat sich Quinnen wohl im Ton vergriffen. Denn der Händler ist stocksauer. Das ging im ersten Teil nicht so schnell. Da hatte man drei Chancen. Können wir da jetzt wieder rein? Hinaus mit euch, schreit euch die Händlerin entgegen, als ihr den Laden betreten wollt. Also haben wir jetzt wohl vorerst Hausverbot. Nicht schön, gar nicht schön. Aber gut, gucken wir uns weiter in der Stadt um. Kann man hier noch irgendwas machen? Gruppe bewegen. Ziel nicht erlaubt. Oh, wir können sagen, wo sie hingehen sollen. Wir stehen jetzt auf dem Feld. Warum sehen wir denn nicht, was da ist? Guck mal ganz kurz. Okay. Also wir können uns anscheinend so fortbewegen, aber wir können so nicht aufdecken. Das heißt, wenn wir jetzt ganz schnell Zappel zur Herberge wollen würden, sagen wir einfach so, Gruppe bewegen, müssten jetzt vor der Herberge stehen. Tun wir auch. Sehr praktisch, sehr schön. Ja, da haben sich die Programmierer im zweiten Teil echt sehr viele, sehr schöne Neuerungen ausgedacht. Auch eben gerade das Sprechen der Zauberformel von Talana. Auch wenn es nicht wirklich der richtige Text war. Aber dass es wenigstens überhaupt irgendeinen Text zu den Zaubersprüchen gibt, ist schon mal sehr gut. Wahrscheinlich wäre es einfach nur zu große Wavefiles geworden, wenn sie für jeden Zauberspruch den richtigen Zauberspruchtext genommen hätten. Und dann noch einmal männlich, einmal weiblich. Aber ja. So, ich schwanke mal ganz kurz hier durch die Stadt. Oh. Wasser. Können wir da einfach so durch oder kann man da aus Versehen ertrinken? Ich glaube, ich speichere mal einfach ab. Wird ja eh langsam Zeit. So, wir hätten gerne LP 003. In der nächsten Folge gucken wir, ob Tirik ordentlich schwimmen kann. Also bis gleich.